Schwachköpfe, Dilettanten! Wissen Sie nicht, mit wem Sie es zu tun haben? Wissen Sie nicht, wer ich... Endlich! Warum habt ihr so lange gebraucht? Ich bin seit Tagen hier drin. Du Tölpel, wie hast du es geschafft, dich einsperren zu lassen? Manche Leute verstehen einfach nichts von Kunst. Komm, du musst den Apparat für das Ritual vorbereiten. Ja, Gebieter. Wird doch Zeit, verdammt. Trautes Heim, Glück allein. Ich bin sicher, du erinnerst dich an diesen Ort. Ich meine, du hast ja eine Razzia durchgeführt und alle verhaftet und direkt dazu beigetragen, dass die Taverne endgültig geschlossen wurde. Weißt du noch? Ja, Vogel, ich weiß es noch. Gut. Tja, sie ist weit davon entfernt, wie sie in jenen glücklichen Tagen aussah. Aber ich habe hier genistet und es ist nicht schlecht. Und außerdem bin ich Krähe. Mein Name lautet Krähe. Was hat dieser Ort mit dem Turm zu tun? Richtig, stimmt. Also, es gibt da einen Geheimgang vom Keller zu einer verfallenen unterirdischen Stadt unterhalb von Makuria. Sowohl April als auch Zoe haben ihn genutzt. Ich bin selbst einige Male durchgeflogen. Nur zu Forschungszwecken natürlich, nicht um nach Schätzen zu suchen. Wo ist der Keller? Hinter der Theke und dann rechts. Achso, betritt den Keller. Ja, ist gut. Willkommen zurück zu Dreamfall Chapters. Aber der Keller war, der ist dicht. Also da sind Bretter vor. Das ist die Kellertür? Die haben sie vernagelt? Sie war nicht zugenagelt, als ich letztes Mal hier war. Oder vielleicht doch? Um ehrlich zu sein, war ich seit Ewigkeiten nicht da unten. Tja, ich schätze, das war's. Es gibt keinen Weg an den dünnen Holzbrettern vorbei. Ach, Krähe. Wie wär's, wenn wir uns ein Glas Bier holen und dem Ende der Welt aus der ersten Reihe zusehen? Das ist es. Das Ende unserer Reise. Ach, und wir waren so nah dran. Ich muss sagen, das ist eine recht unerwartete Wendung der Geschichte. Oder so. Gut, dann mit Gewalt. Abenteuer mit Leuten, die auf Gewalt zurückgreifen, bin ich nicht gewohnt. Ich muss sagen, es ist sehr erfrischend. Nicht nach Schlüsseln oder Hebeln suchen oder Magier zum Senken von Brücken bewegen zu müssen. Wir hätten dich von Anfang an mitnehmen sollen. Du hättest uns viel Zeit erspart. Lass uns gehen, Vogel. Krähe, Krähe. Ach, so wirklich. Pass auf, wo du hintrittst, Großer. Da sind wir. Das ist er, der Eingang zum eindrucksvollen Reich unterhalb von Makuria. Von dieser Seite sieht es nicht so eindrucksvoll aus, aber du kannst mir glauben, es ist eindrucksvoll. Wenn er das sagt, wird das wohl so sein. Da ist nichts. Nein, nein, schau zu. Der nächste Teil ist wirklich atemberaubend. Was? Oh. Guck! Guck! Nicht schlecht, was? Genau wie du oben mit deinem Fuß. Nur mit meiner Stimme. Komm schon, worauf wartest du? Ich kann da nicht durch. Natürlich kannst du. Es ist nur... Oh, ja... Nein, ich verstehe, was du meinst. Das würde äußerst eng werden. Du bist größer, als ich dachte, Großer. Komisch, als April und Zoe das gemacht haben, passten sie bequem durch. Und sie sind nicht so viel kleiner als... Ah, warte, ich weiß, du musst singen. Singen? Es ist völlig einleuchtend. Ein Vogel macht Musik, ein Vogel großes Loch erscheint. Ein Mensch macht Musik? Na, rechne es dir selbst aus. Ich kann nicht singen. Natürlich kannst du. Du hast ein Singloch im Gesicht. Blas einfach Luft durch.
Na los, das Schicksal des Universums hängt davon ab. Na schön. Wie geht das nochmal? Tja, 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 tja. Jetzt du, los! Das ist so süß, wie er das gerade gesagt hat. Du hast ein Singloch im Gesicht. Oh, hoher, mittler und tiefer Ton. Nee, ich glaube, das ist nicht ganz richtig. Ich weiß nicht, ob ich das zu Ende bringen muss. Nein, 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 das war ganz falsch. Versuch's nochmal. Zeig mir nochmal, wie dieses Lied geht. Da, 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 da. Das war schrecklich. Richtig schlimm. Ach, komm schon, das kannst du besser. Zeig mir noch mal, wie dieses Lied geht. Da, 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 da. Der letzte Ton ist auch ein tiefer Ton, oder nicht? Würde ich jetzt sagen. Ich habe einen hohen gemacht, ne? Weiß ich jetzt gar nicht. Kriegst du es nicht besser hin? Na los, probier's nochmal. Irgendwie verwirrt Denk mich an das die ein Kinder. Bisschen. Zeig mir nochmal, wie dieses Lied geht. Da, 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 da. Was, hoher Ton? Hat er mir jetzt gerade die Lösung gegeben? Na, ja, tatsächlich, okay. Nichts. Das war doch korrekt, oder? In meinen Ohren klang es korrekt. Das war brauchbar, also... Vielleicht muss ich lauter singen. Ich glaube nicht. Warte, da war noch was. Als April hier durchkam, hatte sie eine Art, Ei. Ei? Ein magisches Ei. Es muss noch irgendwo hier unten sein. Falls niemand es geklaut hat, was durchaus möglich wäre. Es ist lange her. Wie würde ein magisches Ei jetzt helfen? Wie könnte ein magisches Ei nicht helfen? Komm schon, such danach. Ja, ich gucke ja schon. Das ist albern. Ich komme mir albern vor. Gien. Stell dich nicht so an. Das waren mal Fässer. Vermutlich für Bier oder Wein. Es waren mal Fässer. Vermutlich für Bier oder Wein. Das ist die Frage, muss ich nur da in dem Raum schauen? Oder hier auch? Nach dem Etikett zu urteilen, war wohl mal Schnaps darin. Aller Wahrscheinlichkeit nach Bierfässer. Was für ein Sack. Vielleicht einer mit Mehl. Werkzeuge. Durchgerostet und ziemlich nutzlos. Nach dem Etikett zu urteilen, war wohl mal Schnaps darin. Daran wurde wahrscheinlich Pökelfleisch aufgehängt. Die Makuria mögen in so einigen Bereichen Defizite haben. Aber von Pökelfleisch verstehen sie was. Das ist das Wahre. Echte Südlandweine. Nichts von dieser Nordlandbrühe, die sie in den meisten Tavernen ausschenken. Ich wäre beschämt, sie überhaupt als Wein zu bezeichnen. Wieder ein kaputtes Fass. Welch tragisches Schicksal für einen hübschen Kronleuchter. Diese Taverne muss in früheren Jahren prachtvoll ausgesehen haben. Ja, das kann durchaus sein, ist jetzt aber gerade überhaupt nicht interessant. Daran wurde wahrscheinlich Pökelfleisch aufgehängt. Die Makuria mögen in so einigen Bereichen Defizite haben. Aber von Pökelfleisch verstehen sie was. Wo finde ich denn jetzt dieses Ei? Schon was gefunden? Es ist ein ansehnliches, eigroßes Ding von magischer Erscheinung.
Ach, Krähe, das ist irgendwie nicht hilfreich. Ne, das ist ein Haken. Ich glaube nicht, dass ich mir das alles mehrfach hier angucken muss, oder? Oder vielleicht muss ich auch oben gucken? Weiß ich, kann ich überhaupt wieder nach oben? Ne, kann ich nicht. Das ist eigentlich schon mal ganz gut. Das grenzt die Möglichkeiten ein. Nach dem Etikett zu urteilen, war wohl mal Schnaps darin. Ich habe nichts dabei. Puh. In dieser Lampe ist irgendetwas seltsam. Hm. Sie passt nicht zum Rest der Einrichtung. Mhm. Was ist das? Irgendeine Art von Ei? Die Göttin lächelt mir heute zu. Ich muss nur vorsichtig sein. Ach, beim Schatten. So, ich hab's. Das sieht ganz wie ein magisches Ei aus, wozu auch immer es in Wahrheit dienen mag. Hoffentlich bringt es mich weiter. Okay, cool. Dann haben wir das ja. Jetzt ist die Frage, ich muss das bestimmt auf die Wand anwenden, ne? Hey, hoppla! Was hast du gemacht? Ich hab das Ei benutzt. Hast du nicht zugesehen? Nein, aber siehst du? Siehst du? Ich hab's ja gesagt. Das magische Ei hat geholfen. Ich vermute, du brauchtest einen magischen Gegenstand, weil du so durch und durch unmagisch bist. Ich bin ein magischer Vogel. Ich bin mein eigenes magisches Ei. Ganz ohne Requisiten. Und jetzt sind da magische Symbole? Oh, krass. Naja, viel Glück damit. Okay. Muss ich eine Reihenfolge rausfinden? Ne, ich muss wahrscheinlich genau das tun, was ich eben auch getan habe. Welcher ist denn der tiefste hier? Dieser, ne? Der höchste? Gemacht, Großer. Und gut gemacht. Ich. Weiter geht's, Vogel. Krähe. Ach, wie schwer kann es sein, sich das zu merken? Krähe. Er ist so süß. Früher gab es hier unten viele dieser Kreaturen, Grobolde, aber sie sind alle verschwunden. Ich weiß nicht, wo sie hingegangen sein könnten. In die Welt oben hätten sie nicht so richtig gepasst. Vor allem mit den, diesen neuen Richtlinien hinsichtlich der magischen. Wonach wir suchen, ist also genau dort, das treibende Ding, in dem man rudern kann. Ein Boot? Genau! Rudere, 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 sachte über den,
Den tiefen, dunklen, unheimlichen Untergrundsee voller uralter, tentakliger Gruseligkeit aller Art und schlafenden Götter. Danke, Krähe. Bitte, Vogel, sei still. Krähe! Und ich versuche nur, die Stimmung aufzulockern, Großer. Du musst mehr lachen. Ich lache, wenn es angebracht ist. Zeig's mir. Was? Nein. Ich werde dir hier nichts vorführen wie ein dressierter Affenmensch. Komm schon, du kannst das. Es ist ganz leicht. Etwa so. Siehst du? Du öffnest dein Singloch, lächelst und stößt Luft durch. Ich meine, ich habe einen Schnabel. Ich weiß nicht, wie es bei euch Menschen funktioniert, aber wenn ich raten müsste... Ha, 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 ha. Oh mein Gott. Das ist traurig. Ja. Offen gesagt, war das verstörend. Bitte mach das nie wieder. Ich gebe dir mein Wort. Gut. Also, haben du und April je rumgemacht? Du weißt schon, euch gepaart, kopuliert. Nein. Vogel, du musst lernen, was Anstand ist. Und ich bin schwul. Ich paare mich nicht mit Frauen. Interessant. Ich selbst ziehe Weibchen vor. Aber es ist ja nicht so, dass es viele von uns gäbe, was auch immer meine Spezies sein mag. Und solange ich keine eigene Familie gründe, wen juckt's? Obwohl ich ja gern eine Familie gründen würde. Ich werde alt. Man mag es mir nicht ansehen, aber ich habe mir schon ein paar graue Federn ausgezupft. Und ich spüre es in meinen Flügeln. Meist sind sie morgens so steif wie trockene Zweige. Ich werde nicht ewig da sein. Es wäre schön, eine junge Ehefrau zu haben, die sich an meinem Lebensabend um mich kümmert und das Essen für mich und unsere Schlüpflinge wieder hochwirkt. Ich würde so gern einen Teil der Weisheit weitergeben, die ich bei meinen Reisen durch die Welt erworben habe, weißt du? Und sämtliche Witze. Ich bin sicher, du wirst dem richtigen Vogel schon bald begegnen. Das hoffe ich. Ich hoffe es wirklich. Da sind wir. Das ist es. Das ist unglaublich. Es ist wunderschön. Meine Haut prickelt. Es kommt eine seltsame Energie aus. Das sind Träume. Diese wirbelnde blaue Säule? Anscheinend. Wenn man genau aufpasst, kann man sie hören. Tausende Stimmen. Wunderschön. Das hier haben Grobolde gebaut, die hier unten lebten. Eine Art Behälter, um Träume aufzubewahren. Und jetzt sind die Grobolde rätselhafterweise verschwunden. Möglich, dass ein größerer Plan dahinter steckt, den mein kleines Vogelhirn nicht begreifen kann. Der Turm ist direkt über uns. Sie haben den Turm über diesem Ort erbaut. Das kann kein Zufall sein. Oh, da wir gerade von Zufällen sprechen. Ich erinnere mich an den Tempel, der früher da oben stand, ehe sie ihn abgerissen haben. Den Tempel der Wächter, der Beschützer des Gleichgewichts. Hübsch war der. Herrliche Wandbilder. Schade, dass er zerstört wurde. Und, wie ich schon sagte, vermutlich nur ein Zufall. Das ist mein Weg nach oben. Ich fliege hinauf und warte oben auf dich. Wird eine Weile dauern, bis du ganz oben bist. Thank you.
Naja, bei der Anzahl war das irgendwie klar. Sie versuchen durchzubrechen. Oh, das ist nicht gut. Mein Name ist Zoe Castillo. Dies ist die Zeit der Geschichten. Dies ist die Zwischenwelt. Und ich bin jetzt hier zu Hause. Hier, wo alle Geschichten anfangen und enden.